Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Gotham Knights. Heute geht es ins Arkham Asylum. Hier zu dem Zeitpunkt des Spiels ist das Gebäude schon lange abgebrannt, aber die Liga der Schatten hat sich da wahrscheinlich eine neue Basis gebaut und wir müssen jetzt mal hinschauen, was sie da anstellen, weil die sehr viel Energie aus der Stadt abzweigen und dorthin leiten zum Arkham Asylum. Deswegen geht es da heute in die Mission. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode hier zu Gotham Knights. Da steht's. Erreiche Arkham Asylum, das ist ein bisschen weiter noch, weiter, da kann ich auch Schnellreise hinmachen. Das ist ein bisschen weiter hier oben im Norden. Auf dieser Insel da drauf, da ist es. So, also, gehen wir hin. Markiert ist es ja schon, ich fliege bis nach Bristol. Und dann können wir hier den restlichen Weg auf die Insel auf jeden Fall hinter uns bringen. Arkham Asylum. Die Anstalt für besonders harte Sträflinge, die geistig auch anstrengend sind, sag ich mal. So, auf geht's. Leute, vielen Dank für den Daumen hoch in der letzten Folge. Ich habe Batgirl jetzt auch mal wieder ein neues Outfit angezogen. Shinobi-Outfit. Passt, wenn ich gegen die Ninjas kämpfe, dass ich selber auch ein Shinobi bin. Wow. Aber die Atmosphäre ist geil. Guck mal, ne? Wie das ganze Anwesen da, das Arkham-Anwesen auf dieser dunklen Insel steht. Und dann auch noch Gewitter. Könnte ja fast ein Gruselschloss sein. Abgebrannt, ja, aber das Haus steht eigentlich noch ganz gut, oder? So, auf den ersten Blick sieht das so von außen nicht abgebrannt aus. Direkt vor die Tür geflogen. Das Outfit ist aber schon geil, dieses Shinobi-Outfit mit den hochgesteckten Haaren und so. Dieser Samurai-Zopf. Gehen wir rein. Hauptmission. Hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Hat aber schnell geladen diesmal. Mann. Mit dem Mond und so. Jetzt fehlt noch eine Krähe, die hier oben auf dem Dach oder auf dem Zaun sitzt und noch Geräusche macht. In der Ferne müsste man noch einen Wolf hören und dann hätten wir auch echt so... Glockenturm, nähere mich Arkham. Mhm. Verstanden. Halten Sie den Kontakt. Ja, dann hätten wir auch echt schon so ein Resident Evil Village-Szenario hier. Ich war doch da eben schon am Tor. Oder bin ich... Ist das ein anderes Tor? Nee, das ist ein anderes Tor. Jetzt bin ich in dem Grundstück drin. Wow. Ja, damals, wie das alles angefangen hat mit den Batman-Spielen. Arkham. Es brennt Licht in der verlassenen Anstalt. Toll. Das erste Arkham-Spiel, wo man ja auch nur auf dieser Insel hier drauf war mit dem Arkham Asylum. Schon. Das ist schon 14 Jahre her, wenn ich mal so recht überlege, ey. Die reinste Ruine. 14 Jahre ist das her, als das Spiel rauskam. Das erste Arkham Asylum. Okay, da muss ich hin. Was haben wir denn hier sonst noch so? Nichts. Die Liga war hier. Mhm. Wo sind sie nur hin? Hier sind das ein paar hier Waffen muss Talia in die Karten spielen. Sie würde es sonst nicht zurücklassen. Dass da einfach Waffen rumstehen von denen. Das erinnert mich an Langstroms Labor an der Uni von Gotham. Allerdings. Machen die jetzt selber Experimente, die Liga? Ähnliche Experimente wie der Rat der Eulen, wo die Talents erschaffen haben? Nicht, dass die hier noch so Super-Ninjas machen wollen. Ich meine, guck mal hier auch. Die ganzen Zeug, das ganze Zeugs. Da, die haben auch Talents untersucht, ne? Wenn man hier die Bilder mal anguckt. Da sind doch auch Bilder von Talent mit dabei, mit den Masken. Ich kann leider nicht daran zoomen. Der Tank. Sicherheitskapsel. Hier steht ein Tank. Sieht vertraut aus. Das ist eindeutig Teil von Langstroms Forschung. Langstrom arbeitete also für die Liga. Und Talia macht da weiter, wo er aufgehört hat. Der hat für die Liga und für den Rat der Eulen gearbeitet. Da irgendwann hat er bei den Rat der Eulen nicht mehr weitergemacht. Ne? Vielleicht ist er deswegen zu der Liga übergelaufen. Oder die haben ihn gezwungen.
Unter diesen Umständen haben Langstrom und Talia gearbeitet? Ja. Okay. Was hat Talia in diesem Labor getrieben? Wie hat Talia die Forschung von Langstrom vorangebracht? Was wollte Talia erreichen? Probanden, denen das V2407 initiiert wurde, verstorben. Einer hat überlebt. M01 hat überlebt. Diese Seren hier sind sicher Langstroms Werk. Aha. Okay, DNA-Sequenz 6. 25%, 60% Dingsbums. Dionysium 20 und Komponente L 60%. Ich muss hier wieder was mischen, wie bei dem anderen. Das Etikett ist größtenteils unleserlich bei der ersten. Was haben wir hier noch? Sie manipulieren genetische Marker. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Stärke und Intelligenz des Freiwilligen wurden durch die Versuche gesteigert. Überlebte Schalltest nach wiederholter Wiederbelebung. Schalltests? Physische Stärke 200% und kognitive Leistung 200%. Aber das ist ja dann viel besser als die Talents, weil die Talents, die waren ja nicht besonders intelligent. Die konnten ja nicht mal mehr reden, das waren ja so wilde Jäger. Und hier wird die kognitive Leistung nochmal um 200% verstärkt. Der Versuch führte zu einer stark verminderten Intelligenz bei gleichzeitiger Steigerung der Kraft bis an die Grenzen des Menschenmöglichen. Also es sind verschiedene Sachen. Physische Stärke zu 100%, aber kognitive Leistung 2%, das ist dann eher schlecht. Das hier ist super. Das ist genetische Markergruppe M. Das hat physische Stärke und kognitive Leistung, beides plus 200%. Hier 200% und 100%. Der Freiwillige für Versuchspersonen entwickelte als Ergebnis des Versuchs übermenschliche Kräfte, starb aber bei der nachfolgenden Schalltests. Und hier beides auf 100. Vielversprechende Ergebnisse. Freiwilliger Versuch starb jedoch, nachdem ihre DNA im Versuch durcheinander gebracht wurde. Aber das hier ist das Beste hier, ne? Er überlebte sogar die Schalltest nach wiederholter Wiederbelebung. Den haben sie auch nicht mehr tot gekriegt. Das ist genetische Markergruppe M. Wahrscheinlich auch wegen M, der überlebt hat, ne? Der einzige. Was ist das hier? Talias Kunai. Eine Kunai-Klinge, die Talia al Ghul bevorzugt verwendet hat. In der Tafel im Glockenturm steckt eine ähnliche. Okay, habe ich alles gefunden. Hier ist noch das Ding. Gesund. Warum machen die Leute bei sowas mit? Weiß ich nicht. Gebundenes Notizbuch. Notizen zu experimentellen Versuchen wurden offenbar von Talia al Ghul auf Tamas Zeit verfasst. Na dann. Okay, der hier hat überlebt. Nee. Hier M01 überlebte. Aber mit was? Mit viel Dinösium? Was ist hier? Hier steht eigentlich was sie benutzt haben. Das hier ist nicht leserlich. Warte mal, Gengruppe. Welches Gengruppe ist das hier? Genetische Markergruppe M. Hier haben wir Serum 2306. Serum V das. Hier ist Gengruppe M 5%. 25% Gengruppe. Der hier hat gar kein M. Ich kann das nicht mit denen markieren. Ich kann gar nichts mit dem markieren. Nur den. Gibt es hier noch irgendwas? Ah. Körperliche Versuche an verschiedenen Freiwilligen, die eine große Bandbreite an Ergebnissen zeigen. Proband N scheint in erstaunlichem Maße an Kraft gewonnen zu haben, unterlag jedoch weiteren Versuchen. Ja, weil nur der eine überlebt hat. So.
Fotos von Versuchspersonen, die von Langströms frühester Forschung bis zur Gegenwart reichen. Die Aufnahmen lassen eine eskalierende Brutalität erkennen, die wahrscheinlich auf Talia al Ghuls jüngste Beteiligung zurückzuführen ist. Zur Lösung springen. Lass mich doch erstmal weitergucken. Ich bin noch nicht mehr fertig. Okay, stärkere Anpassungsfähigkeit, Liga-Assassinen mit potenziellen monströsen Mutationen zu schaffen. So schlau war ich auch. Aber ich kann ja nicht mehr irgendwas mit dem hier kombinieren. Doch mit der. Ja, war ich doch fast richtig. Talia hat Langstroms Methode überspitzt und an Freiwilligen der Liga experimentiert. Die Probanden wurden stärker. Ich frage mich, wie viel stärker. 200%. Sie haben hier im Turm Schalltests durchgeführt. Aber warum nur? Ich lade die Daten runter. Glockenturm? Der Strom ist weg. Den Plänen zufolge steht im Keller ein Notstromaggregat. Hinter einem alten Hochsicherheitstrakt. Im alten Hochsicherheitstrakt, natürlich. Bei den Schalltests, da muss ich gleich irgendwie wieder daran denken, wofür dieser Langström am bekanntesten ist in den Comics. Wenn er wieder Tiere nimmt, die auch irgendwas mit Schall benutzen. Will ich jetzt nicht spoilern für Leute, die Comics vielleicht nicht so kennen oder sowas, was so passiert. Ich habe Labordaten geschickt. Alles, was ich vor dem Stromausfall finden konnte. Sieh dir das mal an und sag mir, ob wir davon was gebrauchen können. Klingt gut. Wir schauen mal rein und sagen dir dann Bescheid. So, es ist ja nicht jeder mit dem Batman-Universum so vertraut, vielleicht. Deswegen wissen sie vielleicht nicht, für was Langström am bekanntesten ist bei Batman. Okay, da steht noch was drin in der Kiste in dem Raum hier. Da. Ach nee, das ist wieder so eine Tonaufzeichnung. Doch nicht, ne? Ist eine Ex-Maschine. Diese spezielle Ausrüstung wird schon lange nicht mehr verwendet. Okay. Arkham Asylum war nicht gerade für seine ethische, einwandfreien Behandlungsmethoden bekannt. Na, stimmt. Der Professor war doch auch hier Professor Strange. Hugo. Hugo Strange. Und der war nicht besonders gut, der Arzt. Atmosphärisch, aber ganz cool hier im Arkham. Schon seltsam, wie viel hier noch rumliegt. Warte mal, da habe ich was übersehen. Da ist doch noch irgendwas kleines Lilanes hier. Hier in dem. Das ist aber ganz winzig gewesen. Hier. Ein Rezept. Klinische Versuche in Arkham finden angeblich auf freiwilliger Basis statt. Natürlich, angeblich. Alles freiwillig. Okay. Extra noch mal ein bisschen für euch länger eingeblendet gelassen. Falls ihr die Pause-Taste drückt und nachlesen wollt. War jetzt ein bisschen viel Text zum Vorlesen. Und ihr wisst ja, vorlesen kann ich nicht. Gut. Jedenfalls wird mir das immer sehr, sehr, sehr häufig vorgeworfen in den Kommentaren. Angestellte Besucher, Polizisten sowie Bundes- und Lokalpolitiker waren verpflichtet, sich beim Betreten des Arkham-Gefängnisses im Besucherverzeichnis einzutragen. Da steht es ja auch hier. Dr. Hugo Strange. Das war der bekannteste. Oh, Dr. Harleen Quinzel. Ja, die hat ja auch mal gearbeitet. Bis sie dann selber Patientin wurde. Okay. Ah, die Tür geht auf. Klopf, klopf. Das ist nicht mal ein Sicherheitstrakt, die Tür, ey. Dad ist nie gern hier gewesen. Wer war das schon gerne hier? Und auf jeden Fall Kisten von der Liga.
Aufnahmeverfahren für die Checkliste, für die besonders harten Fälle. Das hier, die Sicherheitstür, guck dir das an. Für eine... Es gibt zwar keine, aber ich habe trotzdem Angst vor Gespenstern. Gut, dass ich nicht da bin. Ich will nicht verflucht werden. Danke. Genau das wollte ich hören. So viel Sicherheit für so eine Klapsmühle, ey. Was hätten wir? Wir haben wieder Energie. Von der Atmosphäre bisher eigentlich mit fast die geilste Mission hier, ne, oder? So wie das stinkt, war das sicher Killer Croc. Ja. Killer Crocs Zelle. Sogar noch mit ein paar Krallen hier, Krallenspuren an den Wänden. Sagt sie bei jeder Zelle was? Hier unten saßen Gothams schlimmste Verbrecher. Ja. Sind das hier alles Ausweise? Kann man sich nicht anschauen. Mehrere Ausweise. Wer könnte das sein? Jemand, der die... Vielleicht Clayface, der dann die Dings... Ja, könnte Clayface auch sein. Bei dem dann Schmutz auf dem Bett, oder? Und dann diese ganzen Identitäten, die er an sich genommen hat. Professor Pick war hier drin. Der Schweinemann. Der ist doof. Der immer Opa-Musik gehört hat und die Leute aufgeschnibbelt hat, ne? Ja. Aber schön dekoriert seine Zelle. Hier geht's nicht auf. Warte mal, war da hier noch was? Ne, das hatte ich ja schon angeklickt. Mehr Zellen nicht? Ich hätte so gern noch mehr gesehen. Geht's wieder hoch. Wieder den gleichen Weg, den ich gekommen bin? Da geht's nicht lang. Hier auch wieder ein Schwert von der Liga. Die wissen doch bestimmt schon, dass wir hier sind. Jetzt auch gerade, wo wir den Strom aktiviert haben hier. Wir sind im Hof. Da oben ist auch eine Lampe. Oben im Turm brennt Licht? Ja. Die Liga will wohl nicht, dass hier jemand rumschnüffelt. Level 26. Schatten. Da haben wir ihn in den Rücken zu schießen. Bleib jetzt stehen hier. Hey. Ah, ich habe immer noch keinen Schwung aufgebaut. Hey. Nicht weglaufen. Bitte wer? Kommen wieder die aus dem Schatten. Jawoll. Ja, findest du? Oh, wenigstens konnte ich die Kombo durchziehen. Es war doch noch eine zweite Schattendame da, oder nicht? Die habe ich doch noch nicht ausgeschaltet. Ah, da ist sie ja. Noch einer? Ja, noch einer. Okay, dann komm mal her. Geile Fähigkeit. Die habe ich noch nie gesehen bei dir. Führe perfekte Angriffe aus. Fertig. Die Liga ist definitiv hier und war nicht erfreut, mich zu sehen. Doch. Gut, dann sind wir auf der richtigen Spur. Ich finde schon, der eine sah erfreut aus. Der eine schon. Der hatte so ein Lächeln auf dem Gesicht. Nächster Flügel.
Es muss einen Weg zum Turm geben. Ah ne, das ist wieder der Hauptflur, wo ich schon war. Hat sich irgendwas geändert? Als hätten sie Stromkabel zum Turm verlegt. Wo denn? Da oben. Zieh dich doch rüber. Der Aufzug. Mhm. Wir können aber auch die Stufen nehmen, oder? Ja. Ich hab nur gerade gescannt, ob da vielleicht noch eine Kiste irgendwas. Whoop. Wenn man bedenkt, wie lange Arkham schon steht, ein ja. echt solider Bau. Ja. Wenn ihr mal davon gesprochen habt, dass es abgebrannt ist, so bei euch, sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Okay, ich höre Musik. Das ist nicht so gut. Das war das Radio, okay. Das Radio ist wieder angegangen. Alter, wer macht immer das Radio wieder an? Harleys Büro. Sie war eine tolle Ärztin. War sie? Mit Betonung auf war. Ja, die hat ihre Arbeit ernst genommen. Und der Joker hat das ausgenutzt. Irgendwas zum Angucken hier noch? Von Harley? Nee. Da, da haben wir ein Bild. Nee. Schade. Wem gehört der Raum hier? Keine Infos. Danke. Psychiatriebücher zu der Sammlung psychiatrische Forschungs- und Nachschlagewerke gehören der sterbende Verstand, Gedankenleser und das höchst umstrittene Witnesser, alles halbwegs seriöses Machtwerk. Okay, die von Hugo Strange aus Arkham verfasst wurden. Witnesser. Von hier kann ich den Turm erreichen. Ja. Ui. Hier sieht es schon eher nach verbrannt alles aus und eingestürzt. Was ist das für ein Geräusch eigentlich hier? Ui. Das ist der Schalltest, oder? Von den Geräuschen her? Oszilloskope. Ich frag mich, wo sie die her haben. Guck mal, die sind auf die ganze Stadt gerichtet. Hier, diese riesen Megafone. Und dann aber wahrscheinlich nur in so Ultra- oder ja, Infraschallwellen oder Ultraschallwellen. Die halt nicht jeder hören kann. Mehr Daten. Was hast du hier getrieben, Talia? Wenn ich die Frequenz ändere, erfahre ich vielleicht, was hier los war. Okay, ich muss bei jedem die gleiche Wellenamplitude und sowas eingeben. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn, warum? Ah, guck mal, hier laufen die Kabel rum und dann zeigen die hier die Wellen an, seht ihr? Und dann musst du hier den Kabel nur folgen und dann das gleiche anzeigen, was bei diesen Dingern hier ist. Oder du drückst einfach so lange, bis es grün wird. War nicht richtig? Okay, hier... Das Grüne, das ist der hier, das muss ich die nehmen. Nicht die. Na also. Jetzt ist da und da die gleiche. Bei dem ist diese Wellenlänge da. Mit dem U-förmig. Ich frage mich, warum das eben nicht funktioniert hatte. Das ist die Havana, ja. Ja.
Wo ist eigentlich das letzte Teil? Hier, das ist das blaue. Oder muss ich auch noch die Reihenfolge von den... Guck mal, da unten ist auch noch irgendwas grün und blau. Muss ich nur grün und blau nehmen? Weil da unten grün und blau ist. Seht ihr da? Unten. Dann bin ich jetzt hier falsch, ne? Dann muss ich nur... Warte mal, dann muss ich nochmal von vorne machen. Ich glaube, ich brauche nicht alle. Ich glaube, ich brauche wirklich nur da unten. Jetzt grüne und das grüne und das blaue Kabel und dann aktivieren. Also der hier war schon richtig. Na also. Und jetzt das blaue. Das ist hier und geht dann zu dem hier. So. Und jetzt müsste das nämlich richtig sein. Auch nicht. Muss ich jetzt wirklich alle? Weil da unten leuchtet ja nur diese zwei Lichter. Da. Und wo ist eigentlich das gelbe Kabel? Hier ist noch so ein gelbes, hier bei den beiden. Wo geht das gelbe Kabel an dich hin? Das geht nach unten. Das brauche ich aber nicht, ne? So, die beiden sind fertig. Jetzt diese Seiten. Da, der hat jetzt genau das gleiche wie hier. Und jetzt muss der nur noch machen und das ist hier da, diese Wellen. Das M. Geht doch nicht anders als so. Na, und es ist wieder alles grün und dann wieder nicht. Warum? Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Wenn man alles grün stellt und dann das doch nicht funktioniert. Leute, ich muss das mir nochmal angucken. So, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.